Hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie. Wir gehen heute mal in die Pilze und zwar bei strömenden Regen. Also wenn wir heute keine finden, dann sollten wir im Deibel zugehen. Wir sind jetzt hier auch in einem ganz neuen Wald. Hier war ich noch nie im Leben. Wirklich, schwöre ich. Und wir wollen jetzt mal gucken, dass wir hier in diesem unbekannten Wald auch mal unbekannte Pilze finden. Glaube ich zwar nicht, denn unbekannte sammeln wir ja nicht. Mit dabei ist der Björn wieder. Und naja, kommt einfach mit, schaut zu. Und drückt uns mal den Daumen, dass wir was finden. Tschüss. Ja, so, jetzt sind wir hier schon im Wald drin. Hier stehen auch schon Haarschleierlinge. Jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen durch und gucken mal in diesen Wüstenwald, ob hier noch was anderes steht als Giftpilze. Ja, gar nicht weit gegangen. Hier steht schon eine Gruppe Pfifferlinge. Ja, das ist ein ganz beliebter Pilz zurzeit. Das ist ein Gallenröhrling. Ich habe noch nicht probiert, aber die typische blassrosa Röhren unter dem Hut zeichnen ihn nun mal als solchen aus. In einem Birkenbestand finde ich hier unter einer abgestorbenen Königsfahne einen safrangelben Scheidenstreifen. Der ist noch gut, der sieht groß aus, ist zwar ein bisschen angefressen, nehme ich trotzdem mit. An einem Birkenstuken steht alles voller Stäublinge. Keine Ahnung, was das für welche sind, aber interessant ist es schon. Ja, das ist ein typischer Kartoffelbovist. Ja, und da hinten, da läuft der Björn durch den Wald und guckt nach Pilzen. Ja, das Berühmte ist heute nicht, aber wenn man dann noch mal einen Perlpilz findet, dann ist ja was Schönes. Aber der hier wurde schon vom Maden zermampft. Ja, jetzt ständern wir hier irgendwo bei Nochen durch den Wald. Und es regnet wie aus Eimern. Ja, dafür, dass wir jetzt hier so eine Stunde durch den Wald, in einen unbekannten Wald herumgelaufen sind, haben wir doch so eine kleine Ausbeute schon, aber zufrieden bin ich nicht. Wir haben hier Perlpilze, ich habe hier einen safrangelben Scheibenstreifling, ich habe einen Semmelstoppelpilz und jede Menge Pfifferlinge, eine Marone und Perlpilze. Wir fahren jetzt aber noch in einen anderen Wald und in einen mir bekannten und ich denke, dass wir dann den Korb randvoll kriegen. Also fahren wir mal los. Das ist der Björn mit dem großen Messer. Wir sind jetzt hier an der Stelle, wo orangene Semmelstoppler wachsen. Jawohl. Die kleinen kannst du auch noch mitnehmen. Ja, sehen wir. Ja, hier. Ach, jetzt sind wir doch in einen bekannten Wald gefahren. Und zwar jetzt hier irgendwo in so einem Vollmerhang rein. Schlag mich tot, ich weiß nicht, wie es hier heißt. Es ist alles voll Wald und das ist gut so. Und hier sammeln wir jetzt auch Pilze. Ja, jetzt geht das frohe Getrüffel weiter. Wir sind jetzt hier also in einem Wald. Und es ist wirklich toll hier. Überall stehen Pilze. Da oben steht, glaube ich, ein Steinpilz. Ja, aber ein alter, da ist schon Pilz am Pilz. Ja, hier wächst ein einsamer Pfifferling mal wieder mitten auf dem Weg. Aber Björn wird ihn jetzt hemmungslos abtrüffeln. Aber sowas von. Ja, egal. Mitnehmen. So, hier steht alles voller Semmelstoppelpilze. Aber wirklich alles voll. Ja, das ist schade, dass es schon so dunkel ist. Aber man kann gut sehen, wie hier der ganze Hang voll steht davon. Und auch am Boden. Ja. Es ist so gut, dass wir den unbekannten Wald verlassen haben und in einen anderen unbekannten Wald reingegangen sind. So, da stehen dann unsere Körbchen. Der Björn hat extra das Essbesteck rausgenommen da oben, damit er nicht in der Versuchung kommt, hier schon den Wald zu verspeisen. Was übrigens nicht so gesund wäre, denn außer Steinpilze und sogar den Brätling und den Champignon, den Wiesenchampignon, wirken alle Pilze mehr oder weniger giftig, roh verzehrt.
die Trüffel werden hier dem Waldboden entrissen. Und dann eben heute Abend in der Pfanne landen. Ja, hier steht ein gammeliger Steinpilz, aber ein Riesengerät. Wenn man das mal sieht, also größer als Männerhand. Ja, aber leider ist der auch schon durch. Und hier steht wieder ein ganzer Plack voller Semmelstoppelpilze. Ja, schön annehmbar. Ja, Leute, das war's. Das Regengetrüffel heute ist vorbei. Wir waren in einem unbekannten Wald und jetzt hier auch zum Schluss auch noch in so einen anderen Wald gefahren. Ja, wir haben gut gefunden. Wenigstens wieder eine Mahlzeit, muss auch nicht mehr sein. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem Film und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. So, jetzt bin ich zu Hause hier bei mir in meiner Küche und ich mache mir jetzt die Pilze fertig. Ja, ich habe die also jetzt geputzt, sauber gemacht und da sind sie nun und warten darauf, dass sie zubereitet werden. So, machen möchte ich mir heute Rinderhofsteak, argentinisches, eben mit Rahmpilzen und Salat und Pommes aus dem Backofen. Für die Rahmpilze brauche ich eine Zwiebel, ich brauche Pfeffer, ich brauche Gemüsebrühe, Instantpulver und natürlich die Pilze. Ja, die Zwiebeln, die werden jetzt klein gehackt und dann kommen die in den Topf. So, rein in den Topf. So, die müssen jetzt braun werden, also braune Stellen bekommen. Ja, so haben die schöne braune Stellen und dann kann man die Pilze dabei geben. So, jetzt tue ich noch ein kleines bisschen Wasser dabei, wäsche das quasi damit ab, damit jetzt der Kochvorgang in Gang kommt. So, das Ganze kocht jetzt etwas ein. Der Ofen ist jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Dann können jetzt auch die Pommes da rein. So, das wird jetzt 20 Minuten dauern. Durch die Beigabe des einen Schnapsbähnchen voll Wasser ziehen jetzt die Pilze von sich aus Wasser und es köchelt jetzt langsam vor sich hin. So, die Pilze haben jetzt so viel Wasser gezogen, dass man es von oben sieht, wie es kocht. Dann kann man schon die Sahne beigeben. Und lässt man nochmal aufkochen. Und dann gibt man einen Esslöffel, gehäuften Esslöffel von der Gemüsebrühe dabei. Man sieht schon die elfenbeinfarbige braune Färbung der Soße. Ja, und die Pilzrahmsoße kann auch noch Pfeffer vertragen. Das muss man halt dann mit Pfeffer abschmecken. Ne? Die einen mögen viel, die anderen weniger. Ich mag es gerne ein bisschen pfefferiger. Salz und sowas braucht nicht, durch die Gemüsebrühe ist da genügend Salz drin. In etwas kaltem Wasser löse ich jetzt Stärkepulver auf. Und binde damit die Soße ab. So, jetzt wird die schön sämig. Und rahmig. Die Steaks bereite ich in einer handgeschmiedeten Pfanne vor. Die hat schon eine schöne Patina, die habe ich jetzt schon einige Jahre. Und ja, damit werde ich jetzt braten. Die hat die besten Brateigenschaften und dagegen gelingen Steaks besonders gut. Zwischenzeitlich bereite ich die Salatsoße zu. Dazu habe ich hier ein leeres Glas. So, da tue ich dann Apfelessig rein.
So, da hinein kommt dann ein Tütchen würzige Gartenkräuter, Salatmischung. Ein Schuss Flüssigsüße. Und ein richtig gutes Olivenöl. Dieses hier habe ich mir aus Sizilien mitgebracht. Ja, da kommt der Deckel drauf, dann wird geshaked. Ja, dann kommen die Steaks in die Pfanne schon mal. So, zwischenzeitlich habe ich den Salat geschnitten und kippe jetzt schon mal die Salatsoße drauf. Ihr seht, schön sämig geworden. Dank Shaky Shaky. So, und in der Eisenpfanne, da brutzeln die Steaks. Und die kriegen da drin auch eine wunderbare Farbe. Das sehen Sie in der Teflonpfanne eben nicht. So, das Sauermachen von Eisenpfannen macht man nur unter Klarwasser. Das heißt also reinkippen und dann in die heiße Pfanne Klarwasser rein. Dann wird das hinterher mit Krepppapier, mit Küchencrepp ausgewischt und dann ist die Pfanne sauber. Und die Patina, die bildet sich nur so auf diese Art und Weise. Die Pfanne habe ich auch eben ausgewischt. Und wieder hier zum Herd für den nächsten Gebrauch. So, zwischenzeitlich sind auch die Pommes soweit. Die haben eine schöne Farbe bekommen, so wie sie sein sollen. Schön braun, knusprig. Ja, Salz brauchen die Kartoffeln auch. So, dann kommen wir zum Anrichten. Haben wir hier noch ein paar Frittchen noch mit dabei. Pommes braucht der Junge. So, dann schön die Pilze da drüber. Fertig ist die Laube und der Salat, der kommt dann extra Schälchen gleich dabei. Und das, liebe Freunde, das werde ich mich jetzt schmecken lassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Charlie in die Pilze. Viel Spaß mit dem Film. Trüff, trüff.